Boah. Abflug, hier ist Privatgrundstück und kein Spielplatz. Ja, sieh zu. Ja, brauchst du mich auch nicht gleich anfassen. Sonst ja. Kriegst du eine von mir. Ja. Schlechte Erfahrung macht man immer, wenn man Street fährt, eigentlich mit Anwohnern. Ey, ist ein Hotelgelände hier. Ja, ich hab dich trotzdem noch nie gesehen. Da kannst du doch normal mit mir reden, Mann. Ist ein Spielplatz? Verpiss dich und lang ich dir eine, Mann. Der Strand unten, als er neu renoviert wurde, war es eigentlich das Tabugebiet überhaupt so, weil das war halt, das wurde alles neu gemacht und es war halt aber eine schöne Fläche, wo wir uns eingefahren haben, so, oder man konnte fahren, dann ab in die Ostsee und dann wieder fahren. Ja, und dann will ja auch alles nutzen, was dort vorhanden ist, und dann macht man auch vor der Kurmuschel keinen Halt. Ist auch besser, als wenn wir uns jetzt hinsetzen mit einer Flasche Bier und den ganzen Tag bloß Alkohol trinken und Drogen nehmen, oder? Ich spiele gleich wieder klar. Ach so, ich denke, wir sollen uns auch an Ordnung gewöhnen und ordentliche Jugendliche diskutieren werden. Sie nicht mehr, jetzt ist Schluss. Sie verschwinden hier und damit basta. Lächerlich, ey. Echt. Das kann, vor allem auch die Art und Weise, wie man uns das immer sagt. So. Ich habe Sie vernünftig gesagt. Hm. Ich will nicht mit Ihnen diskutieren. Sie diskutieren immer locker drauf los. Ja. Ja, das geht nicht. Ja, das war einmal krass mit dem Pfefferspray in Sassnitz. Da waren wir an der Sechsertreppe. Und vom Balkon meinte bloß eine Frau, dass wir abhauen sollen. Das haben wir natürlich nicht gemacht. Und dann kam der Mann natürlich ein paar Minuten später raus und hat uns damit bedroht, sag ich mal. Was verschwinden? Ist nur jetzt, ey, nun kommen Sie. Sie können sich kaum noch auf den Beinen halten. Nun passen Sie doch mal auf hier. Sie sind mit dem Herz nicht gerade mal so gut dabei. Ich würde aufpassen mit dem Ding. Wer sagt das? Na, ich. Nicht bei solchen Strolchen. Bei solchen Strolchen? Ey, ich zeig dich an, du Sack, Alter. Wir wollten nur ganz chillig fahren, eine ganz normale Aufnahme machen. Dann kam der Herr, hat schon richtig überreizt reagiert und ist ja gleich ziemlich, naja, radikal vorgegangen. Ey, pass auf mit dem Ding, Junge. Verschwinde. Verschwinde. Hau ab mit dem Teil, das ist, ey. Warte, ja. Ja? Ey, bist du jetzt nicht ganz, ey, Erik, den hauen wir um. Ja, ach, da muss man immer rechnen, dass man schlechte Erfahrungen macht mit, aber groß körperliche Ausschreitung gab's nie, eigentlich. Guck mal, Sie kommen gleich hier runter, anstatt uns das anständig zu sagen, kommen Sie gleich mit sowas hier an, ne? Ja, naja, sonst hört ihr doch nicht. Ja, sonst hören wir ja nicht, ne? Ey, nun pass auf jetzt, ey. Denn, ich helfe dir gleich, passt. Ja, was? Mensch, was wollen Sie denn jetzt machen? Seh zu. Ja, ist okay. Ja, nee, es ist okay, ist okay. Seh zu. Ja, halt die Schnauze.